Ihr Lieben, es ist ja gar nicht immer so einfach, ein Star zu sein. Jasmin, du hast es erlebt. Blümchen, wem gehört dein Herz? Das ist nur eine von ganz, ganz vielen Bravo-Schlagzeilen, mit denen Jasmin Wagner leben musste. Du bist als 15-Jährige schon relativ schnell dann ratzefatz bekannt geworden. War das dann auch schwierig, sich plötzlich in der Bravo wiederzufinden und mit dem einen oder anderen Gerücht konfrontiert zu werden? Das ist natürlich fremd, wenn das Leben sich so verwandelt. Ich hatte das Glück, dass ich am Anfang noch in meiner Schulgemeinschaft war. Das ging dann so lange, bis die Arbeit zu viel Überhand genommen hat. Ist natürlich jetzt irgendwie schwer, wenn wir von Whitney Houston auf mich kommen, aber klar, ich habe eine gewisse Aufmerksamkeit genossen und das war eine Zeit lang sehr wild, aber man lernt es ja in kleinen Schritten und dann ist es einfach auch in meinem Alter so gewesen, dass ja noch nichts festgefahren war. Ich war einfach neugierig und offen und habe mich über die ganzen Abenteuer gefreut und das waren noch verhältnismäßig nette Schlagzeilen. Was war die schlimmste? Naja, also es gibt ja gewisse körperliche Veränderungen im Leben einer jungen Frau, ne, so wenn sie dann sich entwickelt. Meinst du, wenn sie Busen kriegt? Ja, naja, auch das. Und sowas wurde eben auch kommentiert, weil man ja eben irgendwie ja, erwachsen wird in der Öffentlichkeit. Oh, wow. Wir hören doch mal in die erste Single rein, die dich schon mal zur Bühne geleitet. SOS, ich liebe dich. Männer brauchen Liebe. Du sprichst uns ja so aus der Seele. Sehr schön, vielen Dank. Guck mal. Sind die süß. Da ist ein Fanblock dabei. Yeah. Wow. Männer brauchen Liebe. Frauen auch. Ja. Ich bin doch da. Ja. Wir sind doch nur Dienstleister. Männer brauchen Liebe. Jetzt hat die Bravo damals schon gefragt, Blümchen, wem gehört dein Herz? Jasmin, wie sieht's heute mit der Männerwelt aus? Damals war das auch nicht so dramatisch und jetzt ist es auch eigentlich sehr schön. Ich bin liiert und mit einem ganz tollen Mann, würde ich sagen. Ja, das kann man dir aber nur wünschen. Aber nicht zu viel loben, das ist nicht gut bei Männern. Ah, vielen Dank. Gut, dass das mal eine gesagt hat. Ja, da wollte schon jemand applaudieren. Sie dürfen ruhig. Also, heute ist alles erlaubt. Du bist als Blümchen mitten rein in diese Berühmtheit geworfen worden, entdeckt auf einer NDW-Party. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo zum ersten Mal der Produzent gesagt hat, Entschuldigung, wir könnten was zusammen machen? Das war der Beginn von vielen wunderlichen, eigenartigen Geschichten. Denn wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, du hast da was, ich würde gerne mal gucken, irgendwie, ob wir vielleicht zusammen arbeiten könnten und du eigentlich nur zur Schule gehst und keinen Job suchst, dann ist das ziemlich merkwürdig. Und man vermutet ja immer Schlimmes, wenn man eine Nummer zugesteckt bekommt. Jemand, der viel älter ist. Ich bring dich groß raus, ja. Ja, er war ein bisschen charmanter. Aber ich bin dann zu meiner Mutter gegangen. Und sie hat dann mit den Leuten geredet und so hat sich das langsam angenähert. Und ab dem Zeitpunkt sind viele Dinge passiert, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ja. Was wir in Deutschland gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass es ja noch in Asien ewig weiterging. Ne? Als Blossom hast du da sozusagen die Blümchen-Songs nochmal neu gemacht. Richtig. Auf Japanisch? Ja, ich glaube, ich habe irgendwie so ein bisschen so Passagen dann gelernt, aber ich könnte es jetzt überhaupt nicht mehr wiedergeben. Aber wir haben das probiert, aber sie fanden dann die deutschen Versionen doch viel spannender. Und da erlebt man natürlich den Super-GAU, denn dann kommt jemand angeflogen und ich habe es zum Teil erlebt, dass Leute auf dem Flughafen standen und auf mich gewartet haben und die haben mich natürlich noch nie vorher gesehen und man hat unheimlich viele Eindrücke sammeln können und ungefähr so, denke ich, geht es dann Whitney Houston ungefähr, wenn sie nach Deutschland kommt. Also das sind dann Superlativen, die sehr beeindruckend auch auf mich gewirkt haben. Japanisch ist aber nichts hängen geblieben. Nein, aber ich fliege jetzt bald wieder nach Tokio und dann werde ich sicherlich neue Sachen auf Sayonara. Nimm liebe Grüße. Marlene Hose, ja. Wer hat's gesagt? Sehr gut. Das ist die Marlene Hose. Magst du noch mal aufstehen? Oh. Ach, komm, ich stehe mit auf. Das ist diese Weite. Es ist wieder total on vogue, sich so ein bisschen... Die 50s, die 60s kommen wieder. Und unser nächster Block beginnt nämlich auch mit Judy Garland, einer Frau, die damals eine der ganz, ganz Großen war. Liza Minnelli hat über ihre Mutter damals gesagt, die hat 8 Leben in einem gelebt. Frau Weisberg, was hat die damit wohl gemeint? Ja, die viele Drogen, die sie genommen hat, das ist furchtbar. Die Abstürze dieser Frau, das ist so unmenschlich, was sie sich selber angetan hat. Also es ist ein Wunder gewesen. Aber mussten sie das nicht auch damals? Waren die nicht alle so gefangen und auch so irgendwie kaserniert? Die mussten in ihren Häusern bleiben und dann war sogar ein schwuler Schauspieler, der dann gesagt hat, ich heirate sie jetzt. Ja, stimmt, alles richtig. Die wurden gemacht.
Die wurden gemacht. Ja, das war das Studiosystem, genau ja? So, die gesagt so haben, du nimmst den, wie Rock Hudson damals heiraten musste, obwohl er gar keine Frauen mochte. Das war wirklich, es wurde vorgegeben und dann hieß es, Moment mal, ja, die Menschen, die waren nun das allerletzte, was die Bosse interessiert hat, das muss man sagen. Ja, und deswegen haben die vielleicht die Drogen genommen. Ganz sicher, ganz sicher. Einer der auch. Ach gut. Die Kollegen hatten ein Protestlied vorgeschlagen. We shall overcome. Passt das? Na ja, Joan Baez. War das nicht die Freundin von Bob Dylan? Ja. Die Kollegen könnten dann so ganz sanft in den nächsten Song blenden. Von Joan Baez? Ja. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Nina Hagen, skandalös oder einfach nur genial? Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Großartig. Großartige Frau. Aber ein bisschen durchgeknallt ist sie schon. Mit das wäre doch auch schlimm, wenn wir alle irgendwie nett wären und irgendwie alles mal richtig machen und irgendwie nicht auffällig sind. Also ich bin dankbar für Künstler, die das sich alles trauen, was ich mich nicht mache. Ja. Ich glaube, das kommt aus ihr. Ich glaube nicht, dass das irgendwie berechnet ist oder so. Konstruiert worden ist. Also ich glaube, dass Leute einfach bunter sind als andere und das lebt sie aus. Und ich mein, das ist ja das Tolle an dem Beruf. Man kann alle Extreme ausleben. Hallo. Schönen guten Tag. Hallöchen. Jawohl. Ja, Ingo, ich find's ja auf jeden Fall schon mal toll und Kompliment an ZDF. Das Thema ist starke Frauen und man lädt mich ein. Also das ist... Das spricht für den Sender. Nach dem starken Mann. Eine Runde starker Frauen. Wir gehen gleich in die Disco. Frau Weichenberg, Ihre erste Disco-Erfahrung ganz kurz? Tja, war so, ging so. War so lala halt. Ne? War so lala. Weißt du noch, zu welchem Lied du zuerst getanzt hast, Isabel? Ja, das war, wie heißen die nochmal? Ich weiß nicht. Ja, das ist typisch. Ja, das ist aber ein typisches Frauenproblem, das oder, Atze? So ja, weiß ich nicht. Kannst du mich noch erinnern? Ja, ich musste zu diversen Liedern mittanzen, weil ich hatte eine größere Schwester und die hat mich immer in so Strumpfhosen gesteckt. Und dann mussten wir klassisches Ballett tanzen und so. Also. In the Baby. Das hörte sich jetzt so an. Blümchen? Rhythm is a Dancer. Rhythm is a Dancer. Die kam aus Frankfurt, ne? So jung bist du. Ja. Okay, setzen Atze gleich mal eins weiter. Zunächst werfen wir bei Kult am Sonntag einen Blick auf die amtlichen Disco-Queens. Hier kommt ein Schwung Klassiker. So schön. Erste Dame des Ruhms. Danke sehr. Aua, ah, ich hab mich gestochen. Passt auf die Dinger auf. Ah, ein Röschen für all die Damen zu Hause. Ah, wir bedanken uns bei dieser netten Runde. Danke an die Damen zu Hause. Schön, dass es euch gibt. Schön für Sie. So.